Zuerst mal zu mir. Ich bin Enno Wohland, ich bin einer der Vault Linux Core Maintainer. Bevor wir beginnen, möchte ich nochmal eine kleine Frage stellen. Wer von euch benutzt überhaupt schon Vault Linux? Super. Dann nochmal eine kleine Umfrage. Wer setzt auf macOS? Linux allgemein, andere Linux-Distributionen? Cubes habe ich schon gesehen. BSD-Systeme? Okay. Und wer ist hier nur um zu trollen? Schön. Okay, ich bin zu Vault Linux in 2012 gekommen. Ich hatte vorher einen Mac, bin aber dann irgendwann, hatte irgendwann wieder Lust, mal wieder was am System zu basteln und irgendwie war mir Mac, es hat mir alles zu sehr funktioniert und ich habe zu wenig davon verstanden. Ich habe über Vault Linux rausgefunden, via Pancake, das ist der Maintainer von dem bekannten Radare Reverse Engineering Toolkit, der auch hoffentlich im Stream zuhört. Hallo, Herr Radare. Hallo, Pancake. Also bin ich irgendwann in 2012 ins IRC gegangen und bin in den Channel gelaufen. Es waren genau 6 Leute da. Es war ein bisschen eine misstrauische Situation. 6 Leute, ich neu, niemand kannte mich. Ich sagte Hallo, der Nächste, der Antworter sagte, was willst du hier? Und es war so ein bisschen, ja, okay, ich bleib mal hier, ich gucke mir das Ganze mal an. Es war eine tolle Zeit. Wir hatten keinen Multilib-Support, das heißt, wenn man ein 64-Bit-System installiert hat, konnte man nur 64-Bit benutzen. Wenn man cross-compilen wollte, gab es noch nicht. Niemand hat sich um uns geschert und niemand hat sich um Systemd geschert. Was toll war, weil damals haben wir Systemd benutzt. In den letzten 6 Jahren ist unglaublich viel mit Void passiert. Wir haben natürlich den Multilib-Support bekommen. Wir haben Cross-Compiling bekommen, eins der Core-Features von uns. Wir können super schnell, wie auch jetzt neuerdings wieder bestätigt wurde, mit dem PowerPC-Support, der dazu kommt, neue Plattformen übernehmen. Wir haben bis jetzt angefangen mit ARM V6, V7-Support. Wir haben Arch 64-Support. Wir haben zusätzlich noch inoffiziellen Support für MIPS und MIPS-Cell-Systeme. Natürlich haben wir Support für x86-64 und für x86-32-Bit-Systeme. Und eins der großartigsten Feature meiner Meinung nach, wir haben First-Class-Support für die Muslibc. Das heißt, im Grunde gibt es im Moment nur 2 Distributionen, die wirklich auf die Muslibc setzen. Das ist einmal Vault Linux und das ist einmal Alpine Linux. Und wenn man Muslibc benutzen will und nicht auf Releases wie bei Alpine setzen will, dann ist man mit Vault Linux schon relativ gut bedient. Vor allem, weil man dann auch die Option hat, wieder auf glibc zurückzukommen, wenn man möchte. Wir haben in den 6 Jahren Systemd natürlich durch RUnit ersetzt. Und die Gründe dafür waren übrigens der oben schon genannte Muslibc-Support. Gut, fast forward zu 2013. Da haben wir wirklich angefangen, den Muslibc-Support einzubauen. Das Großartigste, was mit der Muslibc kam, wir haben wirklich angefangen, plötzlich die Libc zu verstehen. Vorher war es immer so, wir haben mit der glibc gearbeitet. Das war ein unverständlicher Ball von Source Code. Mit der Muslibc haben wir wunderbar kleine Dateien mit wunderbar verständlichem Source Code. Der Autor Rich Felker hat da wirklich wunderbare Arbeit geleistet und achtet wirklich auch darauf, dass der Support von Muslibc. Auf der einen Seite reporten wir eben Bugs, auf der anderen Seite können wir uns im Grunde ein wenig Features wünschen. Der Support von uns gegenseitig ist einfach sehr, sehr, sehr befruchtend. Natürlich war nicht alles toll. Die Muslibc haben wir dazu gebracht und irgendwie war es scheiße mit Systemd. Systemd verwendet unglaublich viele GNU-Extensions, was das Portieren der Libraries unglaublich
unglaublich schwer gemacht hat. Deswegen haben wir uns nach Alternativen umgeschaut und haben uns dann zu entschlossen, in 2013 SystemD mit AirUnit zu ersetzen. Das hat dazu geführt, dass GNOME unter SystemD oder ohne SystemD unglaublich schwierig zu maintainen und unglaublich schwierig zum Laufen zu bekommen ist. So kam ich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, wurde ich irgendwann der GNOME-Maintainer für Vault Linux und habe mich darüber so ein bisschen in die Distribution eingearbeitet und bin im Grunde da so mittlerweile ein festes Mitglied geworden. So, fast forward zu 2016 oder wie ich es auch nenne, the Leadership Situation. In 2016 hatten wir das Problem, dass der Projektgründer plötzlich den IRC-Channel verlassen hat und relativ schwierig zu kontaktieren war. Wir hatten noch regelmäßig Kontakt mit ihm, aber die Antwortzeiten waren mehrere Wochen, manchmal mehrere Tage, manchmal mehrere Wochen. Also im Grunde nichts, worauf wir uns verlassen konnten. Wir hatten das Problem, dass wir regelmäßig gesagt bekommen haben, dass diese Situation nur temporär ist, dass sich das bald ändern wird, dass er bald wieder zurückkommen wird. Jedenfalls hat sich daran nichts geändert. In 2017 hatten wir eben noch dieselbe Situation. Weil wir langsam unruhig wurden und weil wir das Problem hatten, dass wir regelmäßig Spenden bekommen haben und den Leuten nicht sagen konnten, wofür diese Spenden einfach verwendet wurden, habe ich mich dazu entschlossen, irgendwann diesen Commit zu machen und von der Vault Linux-Seite die Spenden herunterzunehmen. Das hat dazu geführt, zu einer Diskussion, das hat an der Situation im Grunde so weiter nichts geändert. Das heißt, spätestens 2017 immer noch keine Änderung. Wir hatten immer noch keinen vernünftigen Kontakt zu dem Projektgründer. Das war ein Riesenproblem für uns, weil wir festgestellt haben, dass wir keinen richtigen Zugang zum GitHub-Repository haben, dass wir keinen richtigen Zugang zu den Domains haben und dass wir keinen richtigen Zugang zu den ganzen Community-Seiten, wie zum Beispiel IRC, hatten. Das heißt, wir konnten immer noch committen, aber wir konnten keine Änderungen mehr an den Repositories machen. Wie löst man das Ganze? Wir haben uns überlegt, wir wollen Vault forken. Das war der Name dafür. Bis zum heutigen Tag war das alles so, dass wir darüber nicht gesprochen haben. Das wäre der Name für den Fork gewesen, wenn wir geforkt hätten. So, dann frühes 2018. Wir hatten alles fertig für den Fork. Wir haben Domains reserviert, wir haben Blog-Nachrichten geschrieben. Alles war fertig. Wir hätten im Grunde nur noch auf den Tag X warten müssen. Und dann hätten wir im Grunde von Vault Linux auf Ex Nihilo Linux umgeschaltet. Wie wir heute sehen, auch in dem Namen von dem Talk, er heißt immer noch Vault Linux, ist das Ganze nicht passiert. Das ist der Grund dafür. Also immer noch frühest 2018 haben wir irgendwann festgestellt, dass wir überhaupt mehr keinen Kontakt mehr zu dem Projektgründer hatten und dass er immer noch sämtliche Accounts für die Verfügungsgewalt über sämtliche Accounts hatten und wir daran nichts tun konnten. Wir haben auch weiterhin keinen Kontakt mehr zu ihm. Wir wissen nicht, was mit ihm passiert ist, aber wir mussten trotzdem irgendwie weitermachen. Also haben wir überlegt, was wir tun können. Die Option 1 war, wir machen mit dem Fork weiter, wie wir geplant hatten. Die Option 2 war, dass wir einfach mit dem Brand Vault Linux weitermachen wollen und einfach iterativ versuchen wollen, alles aufzulösen. Wir haben uns natürlich für den Punkt 2 entschieden,
haben am 1.5. einen Blogbeitrag geschrieben und veröffentlicht, wo wir darauf hingewiesen haben oder wo wir das Ganze public gemacht haben und dass wir ein Problem haben und wir nicht weiter wissen, wie wir damit umgehen müssen. Dass wir einen Plan haben, wie wir damit umgehen wollen. Das war der Public Disclosure. Dann fing eine relativ große Welle von Nachrichten an. Free Software News loves Drama. Und dann hat das zu solchen Titeln geführt wie Crisis at Void Linux, as Void Linux goes missing in action. Wir hatten noch einen anderen Blogbeitrag, wo sie einfach nur hießen, Void Linux Maintainer goes void. Naja, so. Dann haben wir versucht, dann fing für uns wirklich erst die Arbeit an. Wir mussten mit GitHub reden. Wir haben uns versucht zu oder wir mussten mit Freenode reden. Im Grunde sämtliche Punkte, über die der alte Maintainer noch oder der alte Founder noch Verfügungsgewalt hatte. Zuerst war GitHub dran. Die waren sehr freundlich zu uns, aber das hat uns alles nichts gebracht. Sie waren freundlich, but not helpful at all. Wir mussten dafür eine neue Organisation gründen. Das heißt, wir heißen jetzt Void Linux mit einem Minus, was immer noch dazu führt, dass viele Leute auf die alten Repositories gehen und dann neue Issues aufmachen, neue Pull Requests stellen. Wir haben dafür einen Bot geschrieben. Wir können erstmal diese alte Organisation nicht mehr anfassen. Wir können da noch Commits drauf machen, aber wir können weder die Organisation schließen, noch können wir sie archivieren. Dies ist jetzt so im Grunde noch so ein Zombie, der immer noch existiert und den wir nicht mehr wegbekommen, solange GitHub uns nicht helfen kann. Wie wir das im Moment gelöst haben, sobald jemand auf die alte Void Linux Seite kommt und da ein neues Issue oder einen neuen Pull Request erstellt, wird er von einem Bot von uns benachrichtigt, dass er doch bitte diese Issue auf der neuen Seite neu eröffnen soll. Irgendwann kamen wir auf die Idee und haben uns gesagt, okay, wir können auch die Textfelder in GitHub vorbelegen. Das heißt, wir haben jetzt zusätzlich noch eine Nachricht, die dem Benutzer sagt, sobald er irgendwelchen Text eingeben will, sieht er erstmal diesen Bildausschnitt mit, ja, wir haben uns neu gegründet, bitte geht zu der neuen Organisation. Das ist der Bot, wenn ihr irgendjemand in die andere Organisation schreibt. Dann die gute Nachricht, Freenode war sehr hilfsbereit. Das Ganze war an einem Tag erledigt. Wir haben uns mit den Admins von Freenode unterhalten. Ich musste einmal meine E-Mail-Adresse auf die Void Linux-Adresse zertifizieren. Und dann war ich der Channel-Owner von XPPS und Hashtag Void Linux im Freenode und es war alles wunderbar problemlos. So hätte ich mir das auch von anderen gewünscht, sowohl von GitHub als auch von Gandhi. Wir haben Gandhi angeschrieben, keine Antwort und wenn man sich umhört, ist so das, was man davon hört. Wir haben einfach keine Chance, über die EU-Domain, also voidlinux.eu, Kontrolle zu bekommen. Im Moment zeigt sie noch auf unsere Server, das heißt, wir haben im Moment eine Weiterleitung auf die voidlinux.org-Domain, über die wir Gewalt haben. So, um das Ganze jetzt aufzubauen und was wir aufgebaut haben, um zu verhindern, dass das nochmal passiert, haben wir uns gesagt, wir möchten ein neues Regelwerk einführen. Wir möchten einfach Single Point of Failures vermeiden. Das heißt, wenn irgendjemand anfängt oder wenn irgendjemand eine Ressource für Void Linux dazu uns bieten möchte, haben wir die Regel gesetzt, dass immer zwei Personen aus dem Core-Team die Kontrolle über diese Infrastruktur haben müssen. Mindestens zwei Leute. Wir haben ganz oben im Moment circa 5 bis 7 Admins, die sich um die ganze Infrastruktur kümmern, die in verschiedenen Positionen sitzen. Das heißt, ich und Meldridge kümmern uns um die Infrastruktur, um die Build-Server.
Maxis macht im Moment einen wunderbaren Job, was die Pakete und das Merchen der Pakete angeht. Wir haben JNBR, kümmert sich auch wunderbar um die Distribution. Also wir haben jetzt alles einigermaßen auf verschiedene Leute aufgeteilt. Es gibt trotzdem noch ein paar Punkte, die wir noch diskutieren müssen, wie wir da weitermachen können. Das Ganze ist im Moment konsensbasiert. Das heißt, wenn wir einen Diskussionspunkt haben, setzen wir uns im IRC zusammen, unterhalten uns darüber, wie das funktionieren müsste. Das Ganze skaliert nicht, aber im Moment funktioniert das für uns wunderbar. Was ich eben schon sagte, keine Person hat exklusiven Zugriff zu Ressourcen der Distribution. Das heißt, GitHub ist mittlerweile auf mehrere Leute aufgeteilt. Die Domain liegt im Moment noch bei mir, ist aber bei der Google Cloud-Plattform hinterlegt. Das heißt, zumindest können DNS-Einträge geändert werden, so, wenn ich mal nicht verfügbar sein sollte. Server ist ein ähnliches Fach. Im Moment liegen die verschiedenen Wäutlingsserver in verschiedenen Händen. Das heißt, der Haupt-Wäutlingsserver liegt im Moment bei mir. Der Musel-Builder liegt im Moment bei einem Kollegen aus den USA. Der AR64-Builder liegt im Moment bei Lea, die auch super, super Arbeit bei uns macht. Wir haben allerdings noch einen großen Punkt, wo wir bis jetzt noch nicht weiter wissen. Und zwar ist das Spenden. Im Moment haben wir das Problem, dass immer wieder Leute zu uns kommen und wollen uns irgendwas spenden. Das Problem ist, wir würden das gerne annehmen. Wir würden das gerne annehmen, wir haben aber das Problem, ich möchte für Void kein Geld annehmen. Und im Grunde geht das den anderen genauso. Ich möchte nicht, dass ich irgendwann da stehe und sage, ich bewahre für Void das Geld auf und mir passiert irgendwas und das Geld ist nicht mehr verfügbar. Wir haben da verschiedene Lösungsansätze durchgesprochen. Das eine, was wir machen wollten, oder die eine Lösungsmöglichkeit, ist ein Verein, den wir gründen würden. Das Problem ist, wir wollen uns um den ganzen Overhead nicht kümmern. Wenn wir einen Verein haben, müssen wir uns um eine Satzung kümmern, müssen diese Satzung aktuell halten, müssen einmal im Jahr uns zu einer Mitgliederversammlung treffen und das ist uns einfach zu viel Overhead. Das möchten wir nicht leisten. Der zweite Lösungsweg, den wir verwenden könnten, wäre SPI. SPI ist ein eingetragener Verein in den USA, der als Treuhänder für Open Source Projekte dient. Das heißt, man kann an die SPI Geld spenden und das geht dann im Grunde auf unser Konto bei der SPI und können dann damit neue Rechner anschaffen, neue Server anschaffen, neue Infrastruktur anschaffen, für einen GitHub-Account Geld ausgeben, was wir auch immer wollen. Das Problem ist nur, die SPI ist selbst im Moment mit Selbstverwaltung beschäftigt. Das heißt, wir haben im Moment das Problem, dass wir keinen richtigen Kontakt zu der SPI bekommen und auch keinen, und auf unsere Mails einfach wochenlang nicht geantwortet wird. Da würde ich mich auch darüber freuen, wenn ihr noch Vorschläge habt, wie wir das Problem angehen, weil ich würde gerne Spenden annehmen, ich würde ge gerne das Ganze ein bisschen community-finanzierter gestalten. Aber ich habe bis jetzt noch keine richtige Idee, wie man das gestalten könnte. So, das war jetzt im Grunde der Teil, der davon handelt, wie wir. Wie gesagt, haben wir noch keine Lösung dafür gefunden. Jetzt nochmal kurz die technischen Neuerungen in 2018, die wir geschaffen haben. Wir haben im Moment den aktuellen C-Compiler, GCC 8.2. Wir folgen damit dem Release-Cycle und wir hoffen, dass wir direkt mit dem Release von GCC 9 auf GCC 9 auch auf GCC 9 mergen können und den auch direkt für neue Pakete verwenden können. Was mich auch sehr freut, wir haben jetzt endlich geschafft, Rust in unser Cross-Compiling-System vernünftig einzubauen, was die Basis dafür ist, um zum Beispiel Firefox zu cross-kompilieren. Im Moment haben wir Firefox noch auf x86 only.
oder beziehungsweise den aktuellen Stable Firefox auf x86 only, den ESR, das heißt den alten Firefox, Firefox 52, den kann man noch ohne Rust Binary, ohne Rust Bindings kompilieren und der funktioniert auch noch für andere Plattformen wie zum Beispiel ARMv7, ARMv6 und ARM64-Bit. Wie gesagt, da sind wir im Moment dran, das möchten wir noch erreichen. Qt5 sind wir gerade noch eine Version hinterher. Da wollen wir noch im Laufe des Jahres, im Laufe Anfang nächstes Jahres auf Qt 5.12 gehen, das heißt auch wieder die aktuelle Version shippen. So, in den letzten Wochen kamen zwei neue Ports dazu. Das ist einmal PowerPC 32-Bit, 32-Bit und PowerPC 64-Bit, which was done by Q66. Thank you for that. Thank you for your work. Und das hoffe ich, dass wir das in den nächsten Wochen auch merchen können, dass wir im Grunde unsere Plattform auf 64-Bit oder PowerPC 64-Bit und 32-Bit erweitern können. Ja, ich würde jetzt gar nicht so lange weiterreden. Das war jetzt im Grunde so ein Überblick über die Sachen, die in 2018 passiert sind. Falls noch Fragen sind, wenn ihr Fragen habt über Void Linux, wozu ihr Void Linux einsetzen könnt, womit ihr unzufrieden seid, würde ich das gerne in der Fragerunde besprechen. Vielen Dank. Hallo, ich wollte fragen, wodurch unterscheidet sich jetzt Void Linux von vielen anderen Distributionen? Also zum Beispiel Ubuntu halt, empfiehlt man meistens Anfängern halt und andere Distributionen bestechen durch bestimmte Features. Was ist das Argument für Void Linux? Das Argument für Void Linux ist, wir bauen ein System, was wir selbst gerne verwenden möchten. Das führt auf der einen Seite zu Sachen, wo wir sagen wollen, wir haben einen Raspberry Pi, wir möchten das gerne auf dem Raspberry Pi laufen lassen. Das heißt, wir können sehr, sehr schnell Sachen portieren. Es sind andere Auswüchse, wie zum Beispiel, dass wir auf Systemd verzichten. Das bringt uns in der Systemd-Hater-Gemeinschaft ein bisschen Aufwind. Mir ist allerdings relativ wichtig, dass Void Linux nicht nur daraus besteht. Also wir richten uns an User mit Erfahrung, an User, die mit ihrem System gerne basteln wollen. Wir richten uns explizit nicht an Leute, die ihr System bei ihren Eltern installieren wollen, die dann zwei Monate weggehen und das System laufen lassen. Das funktioniert, es gibt auch Leute, die das tun, aber das ist nicht unsere Zielgruppe. Okay, gibt es noch weitere Fragen? Hi. Hi, zum Thema habt ihr über Bitcoin Multisignaturadressen nachgedacht? Haben wir noch nicht, aber wenn ich mir den Bitcoin-Kurs letzten Wochen anschaue, ich weiß nicht, ob das mir nicht zu volatil ist. Man muss es in dem Sinne ja nicht in Bitcoin halten, man kann es ja gleich in Wert umwandeln, um dann halt den aktuellen Wert zu halten. Ja, aber dann hat man wieder das Problem, dann liegt es wieder bei einer Person, das möchten wir gerne vermeiden. Ja. Ich wollte wissen, gibt es denn Pläne, dass es auch wieder ein Forum geben wird? Also zum Hintergrund, wir hatten das Problem, dass wir eine nette Person aus den USA, die für uns freundlicherweise dieses Forum gehostet hat, der ist nur leider, wie es ja, eine etwas tragische Situation, der ist leider das Geld ausgegangen. Das heißt, wir können das Forum im Moment oder nicht von ihm hosten lassen. Wir haben im Moment einen aktuellen Datenbankdump von dem Forum, das heißt, wir können das einspielen. Wir haben allerdings im Moment keine freien Ressourcen, keine freien Server dafür. Ich hatte gehofft, dass wir zum Jahreswechsel einen Serverumzug machen. Das steht im Moment auch so ein bisschen wieder in den Sternen, ob wir das machen können. Ich versuche das Forum zurückzubringen. Es werden sich
Allerdings wird das noch ein paar Wochen dauern. Kann ich Void auch im Docker-Container verwenden? Wir haben... Also wie Alpine, meine ich. Ja, wir haben ein Void Docker-Image im Moment auf Docker Hub liegen. Man kann es verwenden. Im Moment ist es allerdings noch nicht optimiert auf Docker. Das heißt, wir haben im Moment noch Sachen wie die Sachen in Docker drin, die Sachen im Docker-Image drin, die man für den Docker-Image selbst gar nicht braucht. Zum Beispiel die IP Route 2 Utils. Das heißt, da kann man noch ein bisschen optimieren. Es funktioniert schon alles, man kann es verwenden, aber es ist noch Optimierungsbedarf da. Noch eine Frage. Sind denn eigentlich die populären Projekte alle irgendwie vertreten? Also Firefox habe ich ja gehört. Wie sieht's aus mit Thunderbird, LibreOffice, GIMP? Ist das alles da? Alles da. Also wir haben im Moment einen Umfang von je nach Plattform zwischen 8.000 und 10.000 Paketen. Und solange es nicht in irgendwelche Spezialsoftware reingeht. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Asterisk, was nicht gut mit der LibreSSL zusammenarbeitet, die wir anstatt OpenSSL benutzen. Solange es nicht in so Spezialsoftware reingeht, wo wir Probleme mit dem Portieren zu unseren Plattformen bekommen, ist die Software da. Also es sind wirklich nur, also die großen Sachen, mittlerweile läuft auch GNOME wunderbar auf Void. Gut, gibt es sonst noch Fragen? Kommentare? Daumen hoch sehe ich. Okay. Dann würde ich sagen, ich möchte noch gerne für nachher um 8 Uhr treffen wir uns hier einfach so vor der Bühne irgendwo und gehen zusammen nochmal was trinken. Das wird das Void Linux User Meetup. Und da können wir nochmal ruhig beim Chunk oder beim Bier uns ein bisschen unterhalten. Okay. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, würde ich mich für das zahlreiche Kommen bedanken und vielen Dank fürs Zuhören.